Wenn Luis Suarez im Clásico erstmals für den FC Barcelona aufläuft, ist das für ihn ein ganz besonderes Comeback. Dies ist die Geschichte von dem, den auf der ganzen Welt alle nur den Beißer nennen. Barça hat für ihn im Sommer 75 Millionen bezahlt. Er ist extrem torgefährlich, er ist topfit, aber er durfte bisher nicht Fußball spielen. Nicht in der Primera División, nicht im spanischen Pokal, nicht in der Champions League. Man beißt seinen Gegenspieler normalerweise nicht. Suarez hat es getan. Tätigkeit gegen Cellini im Vorrundenspiel Uruguay gegen Italien. Aufgrund der Fernsehbilder kommt es knüppeldick. Die FIFA sperrt ihn für 9 Spiele und 4 Monate. Eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 80.000 Euro kommt dazu. Der WM-Traum geplatzt. Sponsoren gehen auf Distanz. In den ersten Tagen hatte ich keine Lust, irgendwas zu tun. Ich war sehr deprimiert. Aber nach einiger Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern habe ich realisiert, dass ich der Wahrheit ins Gesicht sehen muss und mich zu entschuldigen habe. In erster Linie bei dem Spieler, bei der ganzen Fußballwelt und bei meinem Land. Das habe ich getan. Jetzt ist es an der Zeit, die Vergangenheit abzuhaken. Es war der Skandal der WM, der Aufreger. Sein Komplettaussetzer ging um die Welt, verhöhnt als Vampir, Beißer, Kannibale. Eine unglaubliche Eskalation. Der von der WM Vertriebene wird bei seiner Rückkehr gefeiert wie ein Held. Ganz Uruguay solidarisiert sich mit Luisito. Die kleine, selbstbewusste Nation empört sich gegen die vermeintliche Verschwörung. Sogar der Staatspräsident wütet wenig staatsmännisch in die Kameras. Die FIFA ist ein Haufen alter Hurensöhne. Dürfen wir das veröffentlichen? Von meiner Seite sicher. Ich kann die Bemerkung des Präsidenten nur befürworten. Sie können ihn sperren, aber nicht diese faschistische Sanktion aussprechen. Die Strafe der FIFA wird zum Politikum, es kracht sogar zwischen den globalen Fußball-Ikonen. Der Kaiser hält sie für mehr als angemessen, Pelé ebenso, was wiederum die Hand Gottes erzürnt. Diese beiden kommen aus dem Museum und sagen dumme Dinge, weil sie zwei Idioten sind, so Maradona in einem venezuelanischen TV-Sender. Und begründet quasi damit eine lateinamerikanische Allianz. Und schon geht es um ein internationales Politthema, denn auch der Präsident von Venezuela solidarisiert sich mit Luis Suarez. Es ist sehr schmerzhaft. Die Strafe von der FIFA gegen Luis Suarez ist völlig unverhältnismäßig. Er ist ein großartiger Stürmer, einer von uns, ein Südamerikaner. Wir schicken solidarische, brüderliche Grüße zu dem Sohn des Volkes. Vergeblich versucht Suarez vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS die Strafe zu minimieren. Zu seiner Verteidigung wird angeführt, der Biss sei nicht absichtlich passiert, Suarez' Mund sei gegen die Schulter des Italieners gestoßen. Das klingt nicht nur reichlich konstruiert, das größte Problem dabei ist, dass es sich bei Suarez um einen beißenden Wiederholungstäter handelt. Trotz seiner Klasse als Stürmer immer wieder passieren vergleichbare Aussetzer, zuletzt erst im April vergangenen Jahres sein Beißopfer Ivanovic vom FC Chelsea. Sein damaliger Trainer versucht zu analysieren, was seinem Stürmer Suarez den Namen Dracula aus Liverpool einbrachte. Sowas geschieht impulsiv. Etwas, das man schon in vielen Sportarten gesehen hat. Und zwar schon öfter. Menschen reagieren auf unterschiedliche Weise. Wir sehen Tennisspieler, die ihren Schläger zertrümmern und Dinge tun, die eigentlich gar nicht zu ihnen passen. Das kann man nicht erklären. Diese Impulsivität in diesem Moment. Für uns ist es das Wichtigste, dass wir ihm helfen und sicherstellen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Dass es nicht noch einmal passiert, hofft man nun vor allem auch beim FC Barcelona. Aber derjenige, der es sich wohl am allermeisten wünscht, all das wäre nicht geschehen, ist Luis Suarez selbst. Noch muss er für seinen Biss büßen, bis zum 24. Oktober um Mitternacht, dann läuft die Sperre ab. Einen Tag später der ganz persönliche Neuanfang. Das perfekte Spiel für Suarez, Rehabilitation im El Clásico, dem spanischen Superduell gegen Real Madrid. Perfekt, um den WM-Skandal ad acta zu legen. Ich versuche, das Spiel und die ganze Situation zu vergessen. Es ist keine leichte Zeit für mich. Ich möchte die Fans bitten, nicht mehr böse auf mich zu sein, weil ich es nicht wieder tun werde.